Herzlich willkommen hier bei Cleopatra Orakel, lieber Krebs. Ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast, um die Liebesenergien aufzufangen, die ich für dich channeln werde. Die Energien für diese Woche in der Liebe, für dich, dein Gegenüber und für euch beide. Es tut mir sehr leid, dass ich einen Tag später diese Energien sende. Ich war gestern ausgenockt und heute ist das so gerade mal, aber ich mache das hier so. Ich weiß, dass ihr wartet und ich bin auch total gespannt, ja, wie es weitergeht. Von dem her mache ich das natürlich gerne. Meine Stimme ist ein bisschen eingeknackst, weil ich halbe Nacht rumgehustet habe. Also kann sein, dass ich auch mal wieder ein bisschen rumhusten muss. Das tut mir jetzt schon leid, genau. Ich werde jetzt natürlich für dich die Energie channeln und dann gehen wir gleich zu den Karten über, um zu erfahren, was dich diese Woche erwartet. Und dem widme ich mich jetzt. Lieber Krebs, das Thema diese Woche ist tatsächlich, also das, was ich gesehen habe, du hast dich versucht aus einem Art Spinnennetz, Kaugumminetz, keine Ahnung. Irgendwas war da, was dich umhüllt hat. Und das war leicht klebrig, leicht, ja, so wie Spinnennetze auch sind. Und Kaugummi, wenn man, ne, wenn du jemals so eine Erfahrung gemacht hast, wo du versuchst, das ein Kaugummi von deinen Fingern zu trennen und egal, was du angefasst hast, hat sich ein nächster Faden irgendwie gebildet. Und das ist irgendwie, ja, nervig und schlimm. Und du hast ganz klar gesagt, du willst da raus, aber es pappt an dir so, ja? Also da hast du dir tatsächlich ein bisschen schwer getan, aber du hast gekämpft, ja? So, schauen wir uns mal jetzt diese Energien. Was ist denn das Thema diese Woche für dich? Was ist denn die Herausforderung für dich? Oh, okay. Ja, das ist der Kampf. Also es geht um die Befreiung deiner Herzchakra. Ja. Da kleben irgendwelche alte Geschichten noch an dir rum. Und den möchtest du aber jetzt einen Kampf aussprechen. Ja. Also du nimmst es dir jetzt vor, sich davon zu befreien, weil du sonst immer vor diesen Themen irgendwie weggelaufen bist, scheinbar. Und jetzt möchtest du dich dem Thema stellen. Okay? So, welche Energien fördern dich jetzt diese Woche? Ja, Weggabelung, Entscheidung. Irgendwas hast du hast dieses Gefühl, diesen Druck in dir, irgendwas zu unternehmen, um sich auf einen neuen Weg begehen zu dürfen. Ja? Und deswegen, um sich auf einen neuen Weg zu machen, musst du erstmal die alte Geschichte für dich irgendeinen Abschluss zu finden. Okay? So, für die Krebse bitte hier brauchen wir mehr Antworten. Das ist natürlich auch hier sehr individuell, ne? Also das, was jeder Krebs, von welcher Energie sich da, alten Energie sich hier befreien mag. Und egal, wie ich die Karten mische, die wollen nicht zusammenkommen. Ja? Egal, was ich hier unternehme, wollen die nicht zusammengehen. Danke. Und das ist jetzt genau das Thema, ja? Irgendwie, falls du jemanden hast, einen Wunschpartner, mit dem du gerne leben möchtest oder dir eine Beziehung aufbauen möchtest, wirst du jedes Mal merken, dass es nicht funktioniert, weil die Situation ist, wie sie ist. Ja? Du hast, da klebt noch an dir was und das möchte eben, das ist dieser Zug, den du verspürst, neue Wege zu gehen. Ja? Aber du musst noch irgendwas aus der Vergangenheit abschließen und das ist das Thema. Da ist der Kampf, ja, gegen diese Kaugummi-Spinnennetz. Das Thema ist, du hast gedacht, du hast dich befreit und hast das trotzdem mitgeschleppt, ja? Du hast gedacht, du bist jetzt Herrscher, aber du hast da diese zwei eingepackte
Dokumente, in die du eben eine Geschichte eingepackt hast, vor der du wegläufst, ja? Ja, der Mond. Den Kampf der Dunkelheit in dir anzusagen, das, was immer dann rauskommt, wenn man es am wenigsten erwartet. So wie jetzt, genau. Und das, von dem du wegläufst, möchtest du jetzt, diese Einstellung möchtest du jetzt beenden, denn du willst ganz klare Befreiung. Und das habe ich gesehen. Genau, Weggabelung, ja. Du folgst irgendwie deinen Seelenplan, du verspürst einen Seelenruf und dem folgst du. Vierte Kelche. Ja, immer wieder hast du dich damit zufriedengestellt, was du bekommen hast, aber jetzt möchtest du nach mehr greifen. Und die geistige Führung sagt, du darfst mehr haben, das ist kein Problem, aber erstmal musst du noch in einen alten Kelch reinschauen, was da war, und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sonst kannst du nach dem Großen nicht greifen. Ja? Bitte die Geschichte für die Krebse. Okay, alles klar. Also, eigentlich ist es alles genau in den Karten so beschrieben, wie ich es schon erzählt habe. Also eigentlich brauche ich keine Karten. Aber ich weiß, wir wollen alle diese wunderschönen bunten Karten sehen, die so schön das Ganze darstellen. Also wir haben den Turm und der Turm, das ist genau das. Das, was du in diesem Turm eingesperrt hast, ja, das möchte jetzt erstmal der Turm aufgesperrt werden, das möchte angeschaut werden, das möchte vielleicht nochmal beheult werden, ja, beheult gibt es dieses Wort, ich weiß es nicht, also trennen, fließen dürfen, Wut, Ausbruch, was auch immer das mit dir macht, dann lass los, lass es laufen, ja, und dann darfst du das wegschmeißen, brauchst du nicht mehr, ja. Das, was du da in dem Turm eingesperrt hast, das muss noch mal raus und du merkst ja selber, du kämpfst dagegen, aber es klebt an dir wie so ein, werde es jetzt nicht benennen, ja. Aber wenn du weitergehen möchtest, dann musst du dich dem Thema noch mal widmen. Also schau dir diese Katastrophe aus der Vergangenheit an und das kann alles, das kann Kindheitsthemen sein, das können erste Beziehungen, das kann auch diese Beziehung sein, das kann Vergangenheit in der Inkarnation sein, ich weiß es nicht, ja. Es kann für jeden individuell was sein, ja. Etwas, vor was du wegläufst und dir bis dato nicht anschauen wolltest. Das möchte nochmal angeschaut werden, damit du befreit neue Entscheidungen treffen kannst. Denn bis dato hörst du diesen Ruf, kannst aber nicht gehen, weil du erstmal mit den alten Energien noch rum, in denen noch rumwühlst und das pappt an dir und klebt an dir und du versuchst dich zwar zu befreien, aber es ist schwierig, ja. Du wirst es schaffen, eindeutig. Du wirst diese Probleme, deine Herzchakra lösen können. Und ich meine jetzt hier nicht, das wird hier nicht unbedingt geschafft durch Herzchakra-Meditation und so weiter. Das wird hier zwar mit Herzchakra dargestellt, aber ich sehe einfach generelle Herzthemen, ja. Und das sind Situationen, die du hier real erlebt hast und die sollst du dir nochmal anschauen. Warum das so war, was hat dir das gezeigt? Und auch diese Geschichte, bin ich denn, also jetzt stell dir mal vor, du bist ein Scheidungskind und oder der Papa hat euch verlassen, was auch immer, ja. Und bei dir ist dieses Gefühl geblieben, du bist nicht wichtig genug, ja. Okay. Und jetzt denkst du immer noch, dass du nicht wichtig genug für die Menschen bist, weil wenn der Vater dich schon verlässt, was sollen denn fremde Menschen tun? Ja? Auch das kann ein Thema bei dir sein. Und du warst ein Kind und der Papa hat eine Entscheidung getroffen, die für ihn sich in dem Moment richtig war und die hat mit dir explizit nichts zu tun. Die Situation wurde zwischen den Erwachsenen gelöst. Du warst leider Kollateralschaden, ja.
Es hat mit dir nichts zu tun. Und vor allem aber, und das ist das Allerwichtigste, du bist nicht mehr das kleine Kind, was um Liebe anderer Menschen kämpft oder eben nicht kämpft und verlassen wird und was auch immer. Also betrachte dich jetzt aus einer neuen Perspektive, betrachte diese Situation, schau mal, wer du damals warst, wer du heute warst. Wie sinnvoll ist diese Situation in deinem Leben noch? Was hast du daraus gelernt oder was sollst du noch daraus lernen? Und dann geh diesen Weg einfach. Okay? Also du wirst auf jeden Fall diese Befreiung hier schaffen. Hier geht es um Entscheidungen, wo du noch ein bisschen zu kämpfen haben wirst mit diesen blinden Flecken, die sich zeigen. Aber hier wirst du dein Schwert heben, sich befreien und dann heilen. Ja, es ist eine Heilungswoche für dich und dann bist du bereit, dich in eine Beziehung zu stürzen, würde ich mal fast sagen. Okay, mein lieber Krebs, mit diesen Karten werde ich mir dein Gegenüber anschauen, was der so von dieser Konstellation hält, wie er sie sieht, wie er dich sieht. Ja, schauen wir mal, was die Karten uns erzählen wollen. Ich werde, ach so, mit den Lenormand-Karten werde ich mir anschauen, was das im Spiel zwischen euch beiden, also wie das auf Beziehungsebene sich abspielt. Mit diesen Karten werde ich mir anschauen, also eine Karte werde ich für dich, für dein Gegenüber und für euch ziehen, als Botschaft der Engelskarten zusätzlich. Und wenn ich dann noch Action zwischen euch beiden sehe oder sonstige wichtige Ereignisse, dann werde ich nochmal eine Zeitkarte ziehen, okay? Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Sollten wir uns gleich in dem Folgevideo nicht mehr sehen, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ansonsten findest du diesen zweiten Teil dieses Videos, findest du den Link in Beschreibung des Videos, so wie im ersten Kommentar angepinnt. Und da wirst du zum Vimeo gebracht und dann kannst du dir das restliche Video anschauen. Ich möchte euch nochmal auf die Verlosung hinweisen. Die Verlosung kannst du, also an Teilnahme an der Verlosung nimmst du teil, wenn du Hashtag Verlosung und einen Kommentar setzt unter diesem Video. Dann bist du automatisch für die Teilnahme angemeldet. Und genau, zu gewinnen ist Energiearbeit im Wert von 250 €. Alle Informationen zu meinen Fähigkeiten sowie zu dem, was du hier gewinnen kannst, findest du auch in einem gesonderten Video, was ich vor einigen Tagen aufgenommen habe. Und diese ist auch angepinnt in Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar. Genau, das war es auch schon wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns gleich bei Vimeo.